Aber es gibt Menschen, die uns dabei helfen können, digitale Autarkie zu erringen. Und diese Menschen wollen wir feiern, diesen Menschen wollen wir eine Bühne bieten, dass sie das zeigen können, was sie tatsächlich können. Und deshalb möchte ich jetzt auf die Bühne bitten, Aliel W., der Gründer von Protonet, der uns ein bisschen helfen wird bei der Frage des autark Digitalen. Moin, hi. Ali, du wohnst in Hamburg, du lebst in Hamburg. Ja. Ich habe euch neulich besucht in einem schrecklichen Plattenbau, könnte man sagen, in Altona. Das hat Preise gewonnen. Ich glaube, in den 80ern war das eins der meistprämierten Gebäude. Ja, richtig im tiefen Altona. Und man kommt da rein und dann ist plötzlich ein Café, so Californian-Style, so Naturholz. Mhm. Macht deine Frau, ne? Ja, das macht meine Frau, genau. Und dann geht man so ein paar Stufen hoch und dann ist man plötzlich irgendwie in der guten alten Zeit. Ja, da sitzen Leute, die löten und schrauben und basteln. Alle sind Nerds. Und und ihr bastelt da an was, worum was du mitgebracht hast? Was genau. Ist das? Das ist unsere Maya, so heißt sie. Biene Maya? Ja, ja, auch. Auch. Die Geschichte zu dem Namen ist ein bisschen länger. Ist sechseckig. Das hat mit Frauen zu tun wahrscheinlich. Ja, tatsächlich. Mhm. Ja, aber wie gesagt, länger. Und die Maya hat auch nur einen Knopf und ist eine Produktivitätslösung für kleine Unternehmen. Ist eigentlich eine Cloud. Ist eine Alternative zu dem, was wir heute im Netz verwenden, mit einer dezentralen DNA. Das heißt, ich muss jetzt nicht wissen, was Apple mit meinen Daten macht oder Google mit meinen Daten macht, weil ich da alles auf die Cloud spiele. Genau. Und ich muss auch nicht auf eine einsame Insel ziehen, Internetstöpsel rausziehen und dem Ganzen entsagen, sondern ich kann wirklich so Tools in der Art, wie ich sie kenne, auch wirklich benutzen. Jetzt sagt natürlich der Manager des großen Cloud-Systems von der Firma XYZ, sagen, ja, das ist ja gut und schön, aber was ist, wenn jemand das klaut? Wir haben da Lösungen für. Ja? Das ist dadurch in der Cloud. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann, die Idee ist ja Dezentralität. Ne? Mhm. Und die Geräte, wenn man verschiedene Standorte hat oder zu Hause und im Office, dann kann man die synchronisieren lassen, die können sich miteinander verbinden. Man kann von überall aus drauf zugreifen. Daten sind verschlüsselt, werden verschlüsselt übertragen, sind viele technische Lösungen für so grundsätzliche CIO-Fragen. Aber das ist. Ja. Wie viel Power hat das? Die Maya ist gedacht so für kleinere Teams, so bis zu, ich würde sagen, 10 effektiven, zeitgleichen Nutzern. Wir haben unsere ein bisschen größere Units, die hier auch bei den Ständen sind, bei so 50 aktiven Nutzern und wir haben auf unsere eigenen über 500 Gäste, die mit kollaborieren auf so einer Plattform. Und es gibt ja immer diese alte Sehnsucht, die ein von Apple geprägter Mensch hat, Plug and Play. Plug and Play, ja. Klappt nie ganz, ne? Oder? Also bei uns klappt das. Ja, bei uns klappt das. Also wir haben auch schon Journalisten da gehabt, die das genau das gesagt haben und gesagt haben, das klappt nicht und sie sagen jetzt, das klappt. Ja, und das ist tatsächlich Strom rein, Netzwerk rein, Knopf drücken, weil diese Einfachheit ist auch die einzige Möglichkeit, eine Alternative zu bieten zu dem, was da draußen ist. Ne? Wenn das bedeutet, ich muss 6 Jahre studiert haben und 3 Abschlüsse haben, um sowas einzurichten, dann wird unsere Vision von dem dezentralen Netz einfach nicht funktionieren. Aber das ist doch irre. Ich meine, das kann all diese Probleme lösen. Dieses ganze Gejammer, was überall ist. Ja, alle sagen, meine Daten sind nicht sicher und ich werde abgehört und so. Könnte es sein, habe ich mich manchmal gefragt. Was denkst du dazu? Also ich bin hier in Frankfurt aufgewachsen und wir haben so ein paar von diesen schönen alten Häusern da gerettet in den Häuserkämpfen. Und danke. Es waren ja nicht viele, nicht? Aber wir fanden damals eigentlich auch Hochhäuser schon ganz gut. Und es gibt ja auch schöne Hochhäuser. Und damals war es eben so, dass man der oberste King war, wenn das Telefon abgehört wurde. Also ich kann mich erinnern, so, oh, ich glaube, es knackt immer bei mir. So, ich bin wahnsinnig wichtig. Könnte es sein, dass die Leute eigentlich gerne überwacht werden wollen? Mhm. Ja, das ist so ein... Ich glaube, der Appeal ist wahrscheinlich nicht mehr so groß, wenn das bei allen passiert. Ne? Und ich glaube, ich habe jetzt gerade interessanterweise eine Studie gelesen von einer amerikanischen Uni, die The Trade-off Fallacy heißt. Super interessante Studie, wo, glaube ich, 90% der Amerikaner, befragten Amerikaner, das waren einige, gesagt haben, dass sie den Deal eigentlich gar nicht so cool finden, wie das immer propagiert wird. Ne? Meine Daten gegen den Komfort, dass es aber nicht wirklich eine Alternative gibt. Ne, und es gibt ja immer die Geschichte, die Deutschen sind immer so rückständig und
Die finden ja, das alles, alles uncool. Vielleicht fühlen wir uns schon allmählich unwohl, wenn Big Brother uns nicht abhört, weißt du? Weil dann sind wir eigentlich unbedeutend. Unwichtig. Das ist ja furchtbar. Also dann hättest du ja nie einen Erfolg, wenn das so wäre. Aber ich glaube schon. Ja? Wie ihr wächst, wie stark wächst ihr? Wir sind, wir waren letztes Jahr um die 10, 12 Mitarbeiter, mittlerweile über 35. Mhm. Wir haben den Umsatz im letzten Jahr von dem Jahr davor, glaube ich, verdreifacht. Dieses Jahr wird es auch ungefähr in der Größenordnung sein. 20.000 Nutzer ungefähr, 20.000, 25.000 und wachsen tatsächlich stark. Und es gibt keine Internet-Startups in Deutschland, sagt doch immer. Wer sagt das immer? Sogar die Bundeskanzlerin klagt darüber, oder? Ja. Ja, aber es stimmt nicht. Nee, stimmt nicht. Ist aber, ist, wird, ich glaube, die Orden kriegt man dann erst, wenn man dann ein Konzern ist. Und, wie bist du als Unternehmer, was bist du für ein Typ? Du hast Kinder? Ich habe keine Kinder, nein. Nein? Ich hätte gerne Kinder. Du Kinder haben? Ja. Gerne sehr viele. Ja, Work-Life-Balance. Ich bin auch in Verhandlung. Kann man Unternehmer sein, ohne sein Leben zu opfern? Ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Du wirst so entspannt. Also normalerweise ist man ja immer so ein bisschen blass und picklig und sucht nach den Millionen. Aber du, ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Arbeitest du 18 Stunden am Tag? Ich arbeite schon ziemlich viel und ich glaube, also ich glaube, dass es geht. Ich weiß gar nicht, was Arbeit ist, oder? Ja, nee, also tatsächlich für mich ist das, also manchmal ist es Berufung, manchmal ist es Wahn. Und das ist halt immer schwierig auseinanderzuhalten. Aber du leuchtest so, ne? Ja, aber für mich, ich mache das, was wenn ich etwas tun möchte, wenn ich etwas mir gewünscht hätte zu tun, dann wäre das genau das, was ich jetzt in diesem Moment mache. Und ich hätte deswegen auch gerne Kinder. Die Diskussion mit meiner Frau sind natürlich, du wirst nichts anderes tun können, als genau das, was du tust. Dementsprechend, das ist halt eine Wir geben eine da mal ein bisschen Beratung, weil wir haben dasselbe Problem ja auch alle gehabt in unserem Leben. Und heute sitzen unsere Kinder hier nur halb traumatisiert. Ich glaube, die sind ganz okay. Ich habe den Sohn schon kennengelernt. Der Kleine da auch, das ist der von Harry. Das wird schon gehen. Jeder hat ja eine Motivation, etwas, was ihn zu etwas gebracht hat. Und oft ist es so, dass auch manchmal das negativ Erlebte, oder vielleicht immer sogar, einen zu ganz positiven Dingen bringt. Als wir über deine Geschichte gesprochen haben in Hamburg, hast du mir aus deiner Kindheit erzählt. Und das hast du irgendwie auch in Verbindung gebracht mit diesem Gefühl, die Kontrolle zurückzuerobern über die digitale Welt. Ja. Was hast du in deiner Kindheit erlebt? Ich bin in 1980 im Iran geboren. Das ist zu quasi im Revolutionsjahr. Ne? Also das ganze Land war auf der Straße, hat für die Revolution gekämpft, hatte so eine Fantasie von der Zukunft gehabt und hat den Schah gestürzt, 1979. Und ich bin auch in dieser Euphorie auch geboren worden. Relativ schnell hat sich herausgestellt, dass das nicht ausreicht. Dein Vater war Arzt oder so? Mein Vater war Architekt. Architekt. Meine Mutter war Controllerin in einer auch der Schah-Firmen. Mhm. Und meine Mutter ist da Revolutionärin und hat natürlich die meinen Vater mitgezogen. Mit dem Schador. Nee, das war ja, damals war das ja alles sehr, sehr frei. Chara kam ja kurz danach, aber auch wirklich inbrunstig dafür gekämpft, weil sie da auch in der Firma halt mitbekommen hat, wie Korruption funktioniert. Ne? Und 84 sind wir geflohen. Es ist ja kurz nach der Revolution ist ja der Krieg angefangen, Iran-Irak-Krieg. Und 1984 fingen die Luftangriffe auf die Großstädte an. Und das war der Moment, wo meine Mutter gesagt hat, okay, das war's, die Kinder sollen hier nicht aufwachsen. Und war auch der erste Moment, wo man Pässe kriegen konnte, weil die alten waren ja ungültig. Hat da mehrere Tage auf diese Pässe gewartet. Ich hatte einen kleinen Bruder, 6 Monate alt, hat 4 Tickets gekauft. Ist zu meinem Vater gegangen, hat gesagt, nächsten Donnerstag fliegen wir, du kommst mit oder kommst nicht mit. Und er ist nicht mitgekommen. Und wir waren eine relativ große Familie. Ne? Ich kann mich jetzt, an die Zeit kann ich mich halt hauptsächlich an die Bombennächte erinnern, aber da waren wir halt alle zusammen. Ne? Also richtig Bombardement auf Teheran von der Irak, von Saddam Hussein? Ja, also Gardinen zu, Lichter aus, Kerzen an, Radio an. Und was hat das damit zu tun, dass du sowas heute baust? Für mich, meine Erfahrung war, dass Ohnmacht war das Gefühl, was ich hatte, als ich wir sind in Paris angekommen. Ohnmacht war das Gefühl, was quasi den Moment geprägt hat für mich. Und
Ja, das habe ich auch Jahre später erst, ist mir das klar geworden, dass das irgendwie damit was zu tun hat, weil ich immer wieder in dieselben Muster gefallen bin, in alles, was mich so einschränkt, was Kontrolle bedeutet, also wo ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt gerade eine Ohnmachtssituation, das konnte ich überhaupt nicht. Hast du das auch digital erlebt, Kontrollverlust? In einer sehr interessanten Art und Weise, und zwar aus einer dieser Situationen bin ich ja irgendwann in so großem Streit zu Hause ausgezogen, ich hatte dann Physik studiert, ich hatte BAföG, ich hatte so eine kleine Wohnung und ich habe dann irgendwann das Studium abgebrochen. Also ich bin irgendwann dann einfach aus dem Forschungslabor rausgegangen, weil ich wusste, das ist nicht das, was ich machen möchte. Habe das BAföG verloren und hatte Probleme, Miete zu zahlen, Strom zu bezahlen und so weiter und so fort. Und Strom weg, Internet weg. Da hab ich gedacht, wie im Krieg, ja. Da habe ich gedacht, shit, das kann, ne, hier kann das passieren. Und das war so ein von, auch wieder, ne, hat wieder in Erinnerung gerufen, okay, das ist da, ne, die Gefahr ist da. Und das ab den Momenten hat einfach unterbewusst angefangen zu rattern, so, wie müsste ein System aussehen, was nicht passieren kann. Ne, und das hat ganz viel mit Nachhaltigkeit, Resilienz zu tun, hat ganz viel mit... Resilienz ist dein Begriff, oder? Also Resilienz, ja, weil ich... Widerstandsfähigkeit von Netzwerken. Das genau, so, ne? Also ich höre zum Beispiel Nachrichten aus Syrien, ne, und denke, shit, ne, da das Land hat, die hatten Fließenwasser, die hatten Strom und so weiter und so fort, war eine halbwegs funktionierende Gesellschaft, ne, mit den negativen Seiten, wie sie auch immer waren. Innerhalb von Monaten ist das komplett zerstört und nicht wieder aufbaubar. Ne, nicht von den Menschen, die dort sind, keine Chance. Ne, und dann denke ich, und dann geht es bei mir los, denke ich, shit. Ich bin in dieser Situation, was mache ich jetzt? So, das sind so die Gedanken, die bei mir immer... Du versuchst eigentlich deinen Beitrag in der digitalen Welt zu leisten. Ja, genau. Und das war das, dass wir nicht plötzlich auf den Trümmern sitzen eines überzüchteten Systems, was eben unsicher ist. Was kann passieren? Ne? Die Skalen von dem, was heute gebaut wird, werden halt immer größer. Ne? Das ist halt, wie unsere Staatenkonstrukte immer größer werden, werden halt diese Rechenzentren, werden die großen Player immer größer und immer größer und immer tiefer in viele Bereiche rein. Und heute sind sie vielleicht nicht evil, ne? vielleicht doch. Das heißt aber nicht, dass sie in Zukunft nicht diese Macht genau nutzen werden für was anderes, weil wer ein Geschichtsbuch in die Hand genommen hat, egal welches, weiß, es ist nie gut gelaufen. Ja, und wie verhinderst du, dass du selber evil wirst? Ich meine, wenn du mal 30 Gott. Millionen Server pro Tag verkaufst und dann wahnsinnig reich bist. Ja. Ne? So. Ich versuche so, man kann halt bestimmte Strukturen schaffen, die grundsätzlich dafür sorgen sollten, dass es nicht so wirklich in der Intensität passieren kann. Sowas ist zum Beispiel, dass man den Code offenlegt, dass man Dinge baut, die halt keine Abhängigkeit sind zu uns haben oder zu mir haben als Person, indem man bestimmte auch technische Entscheidungen trifft, die einfach dafür sorgen, dass das Dezentrale wirklich dezentral ist. Und auf der anderen Seite ist das ein Problem, we cross the bridge when we get there. Also ich kann dir nichts versprechen. Ja, das ist gut. Das ist auch gut, wenn man nichts versprechen kann. Das ist ehrlich. Ich hoffe, dass ich das, immer in mir... Habt ihr Kapitalbedarf? Wir wachsen ja, wir haben Kapitalbedarf. Ja. Habt ihr Kapital? Also wenn einer ein paar Millionen hat, die er in eine verrückte Geschichte reinstecken möchte... Wunderbar. Warum verrückt? Ich würde sagen, es ist halt Gegentrend. Sieht aus wie eine sichere Bank. Ne? Ja, finde ich uns, auch. Für uns Zukunftsforscher sieht das aus wie eine sichere Bank. Okay, finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Ich glaube, das ist halt immer der Gegentrend, ist halt immer mit Risiko behaftet. Ja, ne? Das ist so. Aber nur am Anfang. Nur am Anfang. Ja, Ali Yelvé, der sympathischste IT-Unternehmer der Welt und auch ein Held der Krise. Vielen Dank. Danke. Okay.